Der blutige Fels ist gar nicht so weit weg. Das heißt, da können wir uns gleich mal... Können wir uns gleich mal umsehen. Und wir kriegen Fertigkeitspunkte. Das ist auch so ein Grund, warum man Nebenquests machen sollte. Weil man dadurch überhaupt die Möglichkeit bekommt, die ganzen Fähigkeitspunkte zu erhalten, um sie auszugeben. Wenn man immer nur Hauptquests macht, dann kommt man nicht so weit im Fertigkeitsbaum. Das ist, glaube ich, bei jetzt so ziemlich allen Spielen so, die das machen. Man wird schon dazu angehalten, dadurch das zu machen. Bitte hab Bobby-Nadeln für mich bereit. Neue Schaufel. Noch eine verbrauchte Gasmaske und Böller nehme ich jetzt auch nicht mit. Energiezahlen, ja, das kann ich mitnehmen. Oh, jetzt habe ich doch einen Böller mitgenommen. Na egal. Gut, das haben wir. Das hatte ich ja gemeint, wir könnten ja theoretisch entweder nochmal schauen, ob wir eine Luke jetzt noch finden. Hier oben sieht es noch so unentdeckt aus. Ansonsten wäre ich einfach in die nächsten, ins nächste Gebiet gegangen. Vogelbeeren muss ich mitnehmen. Ich weiß nicht mal, wofür wir die brauchten, aber ich weiß noch, dass sie wichtig waren. Hier wieder für ein Haus. Leere Spritze. Ach, die brauchen wir wahrscheinlich, wenn wir hier diese Absturzspritze herstellen wollen. Was wir vielleicht auch tun sollten. Reparatursatz, auch nicht schlecht. Warum? Warum kannst du das nicht? Wegen ein bisschen Hecheln? Lederfetzen Gottesdienst. Was ist das denn nun schon wieder? Gottesdienst. An den Öffner dieses Zen-Schreibens. Lieber Mitbewohner von Wellington. Denn sind wir nicht alle immer noch Bürger von Wellington Wells? Gute Neuigkeiten. Gott hat uns nicht im Stich gelassen. Er ist immer noch bei uns, sogar inmitten der Trümmer dieses Ödlands. Verstehen wir unser momentanes Leid nicht als Zeichen, dass er uns verlassen hätte, denn er stellte seinen einzigen Sohn bis an die Grenzen der Sterblichkeit auf die Probe. Wie Hiob, so dürfen auch wir niemals den Glauben verlieren. Es gibt jene, die sich von seiner Liebe abwenden, die ihren Glauben der Hexerei anheimstellen oder den sonderbarsten pflanzlichen Götzen oder sogar Dämonen von unsäglicher Gestalt. Geben wir uns nicht solchen Wahnvorstellungen hin, denn wo Glaube ist, da ist auch Erlösung. Wer die Hoffnung in diesem Leben verloren hat, der sollte sich umso mehr auf das nächste vorbereiten. Versammeln wir uns zu einer Gemeinde am Sonntagnachmittag an der Brücke nach Latzholm. Dein in Christus Namen, Pfarrer Charles Peter. Am Sonntagmittag an der Brücke nach Latzholm. Sonntag. Woher weiß ich, wann Sonntag ist? Da steht doch nur Tag 10. Moment. Tag, Sonntag. Für. Kein Plan. Vielleicht. Ich muss noch mal gucken, hat er jetzt überhaupt eine Quest rausgemacht, Lutzholm? Nee. Vielleicht treffen wir ihn ja auch durch Zufall, aber. Oh, ich habe Hunger. Was haben wir denn Feine zu essen dabei? Was muss denn hier mal weg? Eine Süßkartoffel. Oh. Jetzt habe ich die fallen gelassen. Das wollte ich gar nicht. Essen. Nein, nicht trinken! Ah. So. Speichern für euch selber. Wenn ich jetzt ein Wasser verschwendet habe.
Huch. Okay, ich habe aufs Meer hinaus gezeigt. So, das heißt, ich glaube fast, wir kommen ja wirklich nirgendwo hin. Mit Luca. Brücke nach Lutzholm. Das sind ja alles keine Brücken, das sind ja nur Übergänge. Vielleicht muss ich nur einen richtigen Zugang finden. Ah ne, Moment, die Brücke ist doch die, wo ich hergekommen bin. Maybe I should sit down for a bit. Glaube ich. Das heißt, ich bin ja gerade auf dem Holzweg. Gut, dann gehe ich jetzt mal in die Richtung. Richtung da, wo ich denke, dass die Brücke ist. Was haben wir hier Feines? Nichts. Nichts. Ich überlege gerade so, das ist natürlich auch... Viele Spiele, die so eine Open World bieten, haben ja diese Schnellreisepunkte, die man fast von überall erreichen kann. Dass man einfach auf die Karte geht, sagt, ich will jetzt schnell dorthin, damit ich nicht ewig dahin laufen muss. Auch wenn das ja bei manchen vielleicht auch gerade den Reiz ausmacht bei Open World Games, dass man eben alles erst erlaufen muss. Es ist quasi immersiver. Aber hier haben sie es so gemacht, dass man wirklich nur an bestimmten Orten überhaupt eine Schnellreise nutzen kann. Was brennt denn da oben? Das muss ich mir anschauen. Oh, wie süß ist die Kartoffel. Was ist das denn wieder für eine... Wahrscheinlich, wenn ich da jetzt reingucke, erkenne ich schon, was ich eigentlich selber oben erst sehen müsste. Scheint leer zu sein, aber das Gras ist niedergetrampelt. Ob die Leute in der Nacht herkommen? Schön, dass du das jetzt von hier unten siehst. So. Was ist denn mit dir hier passiert? Bleirohr und eine Zwiebel. Die nehme ich gerne mit. Komme ich denn jetzt da hoch? Ah, hier geht's hoch. Yam, Worshippers Only. Gem? Yam? Endless suffering awaits those who would disrespect the Yam. Was ist denn Yam? Oh Gott, was ist mit dem passiert? I'm gonna be so proud. Was? Ich hab die Seuche? Ich sollte vielleicht nicht immer alles mitnehmen. Der hat ja auch so einen Pilz aus dem Kopf hängen. Oh Gott, ich hoffe, ich habe noch so eine Spritze dabei. Tatsache. Das ist ja scheiße. Ich habe nicht gewusst, dass das geht. Okay, ich glaube, Jam meinte wahrscheinlich diese Pilze. Find offerings that will please the holy Jam and come back tonight for the celebration. Noch etwas, was ich also erst nachts besuchen darf. Das Nachtleben floriert hier in Ilpeilholm. Eine Bobbynadel. Endlich eine Bobbynadel. Oh Gott, wie viel kann ich denn noch tragen? Ja, ich hab. Zum Glück kann ich noch ein paar Sachen tragen. Jetzt muss ich ja bloß noch den Ort wiederfinden, wo ich die Bobbynadel brauchte. Aber ich brauche E2. Ich glaube, ich kann darüber noch keinen Dietrich herstellen.
We'd figure out what it's like across the bridge. Thank you for riding in, Leander. Do keep me posted about your progress. Okay, erst überhaupt nichts. Bin ich auch wieder bloß nach außerhalb der Insel gezeigt. Aber jetzt bin ich zumindest schon mal hier. Haufen Häuser. Oder Hausruinen. Was ich natürlich auch machen kann. Ich gehe mal in das verlassene Haus. Die hätte ich eher kommen sollen. Und schlaf da einfach bis abends. Ich muss das ja jetzt nicht alles hier abwarten. Ist ja auch doof. Oh, hier ist wieder ein Leck. Kann ich hier irgendwas machen? Nee, das leuchtet einfach nur ein bisschen. Wieso kann ich denn nicht durch... Ach, ich muss immer erst warten, bis die fertig sind. Dann kann ich sie selber durchsuchen. Ich dachte schon, ich kann das nicht. Wenn die dran sind. Also, generell nicht mehr dann. Das müsste... der Ort sein, wo ich den Typ da gerettet habe, ne? Oder? Man wird hier auch immer von irgendwas abgelenkt. Ja. Da habe ich den Typ rausgeholt. Mal hier mal ein Nickerchen machen. Sind ja bestimmt auch schon ganz müde. Hier ist auch ein... Oh, bitte nicht. Hier ist kein Bett, oder? If some scientist had told me Percy was actually from Mars, I'm not sure I'd have disbelieved him. Also hier ist aber kein Bett. Dann kann ich da nochmal gucken gehen. Und mal schauen, was ist mit den Bobby-Nadeln? Habe ich denn da... Wie habe ich da? Wirklich nur eine. Hier waren wir hier schon. Sieht so aus. Ach, das Baumhaus ist hier. Benzin und Metallteile. Naja, immerhin. Lockere Schrauben habe ich genug, da brauche ich eigentlich keine mehr. Kann ich da jetzt nicht hoch? Doch. Auch nur Metallteile. Gut, das heißt, wir schlafen jetzt bis... Wann könnte man das als Nacht zählen? 22 Uhr? Mach das mal. Well, you've made your bed, Arthur, haven't you? So. Ich hoffe, das reicht schon, die Speicherfreiheitshalber, und dann machen wir uns mal auf den Weg zum mysteriösen Haus. Ich mache mal meinen Wegpunkt weg und setze den mal nur über die Quest. Oder ist die Kartoffel näher? Ich weiß gar nicht mal, wo das war. Hat er nicht markiert. Doch, hier. In der Nacht zurückkam. Erstmal zum mysteriösen Haus. Ach stimmt, da sind ja die Verrückten unterwegs. Also lieber abseits der Hauptwege gehen. Ich sehe mich auch ziemlich weit. Ja.
Ah, fuck. I think he's about to go. Er geht bald. Komm ich da rein? Was? Wieso hast du den gemocht? Der hat dich angegriffen, verdammt. Oh, Dietrich. Wir sollten doch öfter Leute zerkloppen. Da hat sich das doch schon gelohnt. Sollte ich die durchsuchen, wenn die solche haben? Nicht unendlich Spritzen dafür. So. Enter when the doors of your perception have been closed. Was bedeutet das? Ich hab genug Punkte? Stimmt doch gar nicht. Steht da vielleicht noch was in dem Questbuch drin dazu? Da kann ich nur mit gereinigter Wahrnehmung hineingehen. Was bedeutet das? Wahrscheinlich muss ich selbst... Ja, diese Spritze konnte ich ja selbst nicht nehmen. Erhöht die Ausdauerregeneration. Bereinigt die Pforten der Wahrnehmung. Sag nicht, ich hätte dich gewarnt. Verursacht kurzzeitig Halluzination. Wissen wir, was wir machen müssen? Gespeichert hatte ich hoffentlich. Ansonsten mache ich es jetzt nochmal. Dann nehmen wir noch mal einfach, nehmen wir einfach mal Pilze. Warum nicht? Sehr schön. Meine Wahrnehmung sieht sehr gereinigt aus. Was, wieso denn unerlaubtes Betreten? Ich habe meine Wahrnehmung gereinigt. Ich bin jetzt erwünscht hier. Anscheinend ist die... Reden die von einer anderen gereinigten Wahrnehmung. Also, gut, dann muss ich mich also hier langschleichen. Mit. Ja, sonst noch was Interessantes. Das könnte ich jetzt entfernen, aber ich komme ja durch die Fenster rein. Was soll's? Not entirely sure they're Anglicans. We call to you and beseech you. Be here now. Ja, was? Was? Was ist mit der passiert? Hier gibt es ja einen Platz für dich. Was? Lass doch eine Zeit nach, nimm mehr davon, um die Wirkung aufrechtzuerhalten. Probiere das nicht zu Hause aus. What the hell just happened? Das heißt, wenn die Wirkung nachlässt, fliege ich direkt wieder raus? Was ist das für ein Kack? Das heißt, ich muss ganz schnell dieses Leichentuch finden. Und dann... Gut, okay. Ich muss ganz schnell dieses Leichentuch finden. Fuck. Ich häng fest, nein! Oh.
will nicht meine ganzen Pilze aufbrauchen müssen. Okay, hier gibt's neue Pilze. Kann ich notfalls doch wieder reinkommen. Please don't make a fuss. Genau, mach kein Fass auf. Kessel durchsuchen, nee. Das ist nicht das Leichentuch, was sie haben wollen. Hole. Flüchtiges Leichentuch, da ist es doch. Schon gefunden. Was in der Welt geht vor sich? Die Quelle der Merkwürdigkeit finden muss ich noch. Komm, dich kriege ich noch, bevor ich wieder zurück muss. Kann ich mich hier wieder fetzen? Kann ich mich hier wenigstens in Ruhe umgucken? Nee, Schreibtischschlossknacke mache ich jetzt nicht. Weil ich brauche den Dietrich für was anderes. Ganz viel dringender. Oh, da geht's nach unten. I don't think Father McCartney would approve. Oh, irgendjemand hat mich entdeckt. Zum Glück gibt's hier noch überall ganz viel Pilze. Wer macht das sauber? Mysteriöses Haus. Da oben ist die Quelle der Merkwürdigkeit. Noch ein flüchtiges Leintuch. Gibt also mehrere davon. Ich glaube, von hier kam ich her. So, jetzt möchte ich nochmal die Betäubungspfeile ausprobieren. Stehen. Die hin? Ach, hier ist Gruselhaus hier. Nee, also irgendwas mache ich falsch. Diese Betäubungspfeile, gut, das ist jetzt hier eine andere. Oh Gott. Irgendwann werde ich bestimmt die Nebenwirkungen bereuen, die diese Pulse verursachen. Wen beten die ja bloß an? Den Pilz an sich. Ich bin so überladen, bestimmt gleich mit Sachen. Ja, ich habe noch ein bisschen Platz, aber nicht mehr so lange, wenn ich so viel weiter sammle. Hast du vielleicht das Bleirohr wieder mitgenommen? Was hier alles rumliegt. Tower of the Sky. Gut. Okay, so wird das nix. Ah, ich verstehe. Angreifen darf man sie nicht, dann ist man auch direkt wieder zurück. Das ist du bist durstig. Oh, das ist wahrscheinlich der Nachteil. Gut, dann trinken wir mal was und dann geht's weiter. Haben wir noch Pilze auf ich? Genug. Sehe ihn gerade nicht. Hier. Ich muss doch nur schnell oben rausfinden, was da los ist und dann wieder abhauen. Das ohne mich erwischen zu lassen.
geh wieder zurück am besten. Jetzt beide runter oder was? Gott, jetzt legen sie sich auch noch dahin. Hier unten muss ich ja auch noch hin. Was heißt müssen? Ja. Nee. Muss ich erst den Riegel? Das auch? Kam die Stimme von ihm oder was? So, jetzt ist nur noch die Frau übrig. Die hat mich schon fast erkannt. Ganz vorsichtig. Are the guardians here? Let him. Look, it's not you, it's me. Das sah jetzt etwas seltsam aus. Quelle der Merkwürdigkeit finden. Wo ist die Quelle der Merkwürdigkeit? Los. Das sieht mir sehr nach einer Quelle der Merkwürdigkeit aus. Ich muss aufpassen, dass sie nicht wieder zurückkommt. Das reicht schon. Ich habe jetzt nicht wirklich gesehen eigentlich. Noch ein flüchtiges Leintuch. Nicht wirklich gesehen. Was war das jetzt, der Pastor hier oder? Was hat jetzt die Quest beendet? Komm, ich bring mal auch noch zum Schlafen. Sorry to bother. Da. Schön den Rausch ausschlafen. Ganz wichtig. Und das Trinken nicht vergessen. Gutes Stichwort, ich sollte auch mal wieder was trinken. Also, in Real Life meine ich.